Ein medizinischer Notfall, gleich welcher Art, ist immer ein prägendes Ereignis für die Betroffenen und ihr Umfeld. Eine Ausnahmesituation. Da ist es doch schön zu wissen, dass es überall in Deutschland Kräfte gibt, die rund um die Uhr eine medizinische Erstversorgung sicherstellen können. Von Berufswegen und vor allem aus innerer Überzeugung heraus. Sie wissen nicht, wie das Ganze passiert ist. Es ist 18 Uhr am Abend. In der Rettungswache der Johanniter Unfallhilfe beginnen Stefan Schmidt und Sven Enderlein ihren Dienst. Sie sind für den RTW, den Rettungswagen, eingeteilt. Stefan ist Rettungsassistent, Sven ist Rettungssanitäter, bildet sich aber gerade zum Assistenten weiter. Gleiche Zeit, ein anderer Ort. Hier ist André Böhme, auch Rettungssanitäter, bereit, um gemeinsam mit dem Notarzt zu den Akuterkrankten zu eilen. Alle drei haben eine 12- bzw. 13-Stunden-Schicht vor sich, übernehmen ihre Fahrzeuge, kontrollieren ihre Arbeitsmittel. Die digitalen Piepser immer am Mann. Es wird wie immer eine ungewisse Nacht in ihrer Schicht erwartet. Und doch sind sie für alle Situationen gewappnet. Die Ausbildung ist intensiv gewesen, es gibt ständige Weiterbildungen. Doch eine gewisse Spannung ist bei jedem Einsatz zu spüren. Jeder Notfall ist schließlich eine neue Herausforderung. Ja, ich denke, man braucht schon eine Weile, um da richtig letztlich reinzukommen und sich damit klar zu werden, dass man wirklich ein Stück eine Verantwortung hat. Die Einsatzmeldung, die wir auf dem Piepser erhalten, in dem Moment, wo man da drauf guckt und das liest, fängt es im Kopf an zu rotieren, wie man an die Sache rangeht. Es ist sowieso, diese Meldung, die meistens auf den Piepsern steht, entspricht nicht immer ganz der Tatsache. Und man fängt dann schon an auf der Einsatzfahrt und auf der Fahrt zum Patienten hin, wie schon gesagt, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Ganze abarbeiten kann. Man hat ja eine gewisse Reihenfolge oder von der Schule her die Ausbildung, wie man gewisse Krankheitsbilder abarbeitet, ist halt Situation da improvisiert. Das Team Rettungswagen ist oft zuerst am Ort drehens, nimmt die Verantwortung für den Dienten zum Eintritt Notarzt. Mit Blaulicht Martinshorn geht's durch Lichtenstee und Dörr im ländlichen Raum, wartet von denen, die Hilfe gehoben haben. Ob Probleme, Schlaganfälle, innere, äußere Verletzungen oder plötzliche Erkrankungen, Knochenbrüche oder Verletzungen im Bereich Schädelhirn. Nach mindestens 10 Minuten soll Retter da sein. Gichtesunterfällen sind zum Teil weit Strecken zu bewegen. Eine Situation. Voll auf 100 in wenigen Sekunden. Das geht manchmal an die Tanz, aber ist auch Ruhe. Sicher ist Ruhe das falsche Wort, aber in Schule jeder war ihre Zeit zum Assistenten oder zum Sanitäter und dort lernen. Weit ist es? Im Nachtdienst die RTW-Besatzung in der Rettwache reibt sich die Zeit gesprungen, dem sie Programme den notigen Formaliten. Auch der des Noteinsatzfahrzeuges NE wartet. Er ist allein. Der Arzt, der Doktor hier oftmals genannt wird, Dienst im Krankenhaus, ist zu Hause, wird im Einsatzort abgehoben. Tätigkeit in EF teilt sich ab grundsätzlich von der im DW. Eigentlich habe ich Verantwortung mit der Sache. Wenn man als Arzt ist, die sich selbst durchschauen, wie auf Rettung, in Not oder Hand gehen, selben Maßnahmen, Zent folgen, sodass wir den Vordergrund alles gebracht an, bei durchführen. Wie das also weißt, müssen Rettungssanitäter und Notarzt gut zusammenspielen. Der eine fährt, der andere muss die Karte schauen, um den genauen Ort und die Fahrtruhe zu bestimmen. Hier wird deutlich, wie wichtig es doch ist, draußen und gut Sicht dem Patienten unter Umständen zu erleben. Am Notfallort treffen sich NEF-RT. Im ländlichen Raum hat sich das sogenannte Rendezvous-Fahren-Tablet. Dann rufen die Stimmen entsprechend des Kreuzes. Rettungsassistent assistiert in erster Linie dem Notarzt bei seiner Arbeit. Notarzt kann Aufgaben delegieren an uns. Und in Fällen, wo Notarzt noch nicht vor ist, beziehungsweise länger zum Einsatz braucht, dann ist der Rettungsassistent mit seinem Rettungssanitäter doch mit Basismaßnahmen jetzt in einem akuten Krankheitsfall auftreten, schon beschäftigt. Also die Wehren, die habile oder eine künstliche Beatmung, die Herztomassage, sind alles Sachen, die dem Rettungsassistenten zukommen und den der sicher ersten Minuten auf zu tun hat. Unter Umständen fährt Rettungswagen auch allein Patienten bei weniger akuten Notfällen.
Es besteht bei ihm die Möglichkeit, einen Arzt nachzufordern. Ist nicht einfach. Es gibt eine Menge Wissen und Können dazu. Natürlich auch Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, gewisse Opfer zu bringen. Anforderungen, wenn man eventuell Verantwortung am Menschen hat, am Patienten, der andere Beruf auch seine Verantwortung sein geht. Aber ich denke, hier im Job liegt die Verantwortung doch ziemlich hoch gegenüber dem Patienten. Es ist eine Aufgabe im Rettungsdienst zu arbeiten, die doch mit Opfer verbunden ist. Also schon jetzt noch können wir. Also jedes, was man mit irgendeinem Dienst an Ende Weihnachten oder Silvester, also dann sind mindestens 2 Wochen im Monat die Fäden gehen. Also mindestens 2 Wochen im Monat ist man nicht zu Hause. Es ist für einen selber belastend, aber ich denke, noch schlimmer ist es für die Angehörigen, jetzt dann zu Hause sind und dann den Ehepartner oder den Freund zu Hause haben. Das denke ich auch gerade an Weihnachten. Es ist verrückt. Darum nehmen die meisten Ritter ihr Gedanken und Fühle auch nicht mit nach Hause, um ihre eigenen Angehörigen nicht extra zu belasten. Erlebt es und den Kolleginnen und Kollegen auch gewundern und sind einfach nur Gesprächspartner, um der Situation wegzukommen. Denn manche Ansätze lassen sich nicht für einfach wegschieben. Das war sicher. Es gibt Erlebnisse, die sich angesprochen haben, die man auch schnell nicht löst. Aber es sind weniger, wie man eigentlich denkt. Es sind meistens die, die sind aus dem Gedächtnis wieder schön. Man ist sich vielleicht wieder dran, wenn man an der Halle mal vorbeikommt oder bei Fahrt an die Hause oder irgendwas. Aber nicht, dass es jetzt ständig verfolgt wurde. Das ist nicht. Das ist eine schwierige Sache. Und vor allem jetzt wieder bei der Sturm ist jetzt in Weihnachtszeit keine einfache Aufgabe. Wenn die Leute haben, das zu vorbereiten, das ist nicht einfach. Es gab vor allem ein Kind, es gab vor allem Motorradfahrer und auch zum Teil Arbeitsunfälle, die sich jetzt länger einbringen, die man niederlösen. So. Ich denke, schwierig ist bestimmt Kinder, weil ich denke, ein Kind dran lobt. Also ich besitze das Glück, dass es mir noch nicht passiert ist. Aber wegen von sie hatten, denke ich, das schon schwierig im ganzen Dienst. Aber auch wenn bekannte Kollegen, Freunde oder Verwandte betroffen sind, kann es ganz schön an ihr gehen. Einen sieblichen Damen das nicht sein, aber dennoch sensibel genug nicht sein, aber dennoch sensibel genug, um mit Einfühlungsvermögen manchmal auch die Angehörigen zu beruhigen. Es ist halt, dass viele Leute, die von einem Notfall betroffen sind, es ist immer eine außergewöhnliche Situation. Es wird was völlig Besonderes, das passiert sicher Leben einmal und wahrscheinlich nie wieder. Und gerade in der Situation brauchen die Leute, die Menschen, die Betroffenen, ganz besonders Hilfe auch. Das Dienst jetzt mit Einführungsvermögen, das sind für uns ist mal, uns passiert es auch hier fünfmal, da wird es Leute vor, die Hilfe brauchen, aber die Leute, die es wirklich ernst betrifft, ist was ganz besonders. Und ich denke, dass die Rechten da besonders gute Hilfe auch kriegen und an jemanden zu geraten, das was ich gerne mache und nur das Geld wirklich. In manchen Fällen ist das Rettungsdienstpersonal noch maßlos oder setzt sich ein höheres Risiko aus. Jeder kennt Diskussionen und Fakten, beispielsweise zum Thema AIDS oder Patienten handgreiflich. Die Tätigkeit also ein gewisses Risiko, trotz gut. Ist ein Risikoruf. Es gibt vielleicht auch Momente, wo man einer höheren Gefahr ausgesetzt ist als in einem anderen Beruf. Also. Risiken aber auch aus Richtung der Gesetzgebung, denn beispielsweise Regelungen zur Notkompetenz eines Rettungsassistenten sind derzeit noch Gummi. Manchmal ist es ein Schmalgrad zwischen der Verpflichtung, helfen zu müssen und einer uneinheitlichen Rechtsauffassung zu Kompetenzen. Auf allen Gebieten immer auf neuestem Stand zu sein, ist regelrecht Pflicht und Grundlage bildet eine fundierte Ausbildung. Die Wege zum Rettungsdienst sind unterschiedlich. Ich bin zugehörig im Zivildienst. Ich habe meinen Zivildienst geleistet, das war 1995. Ich habe eine Ausbildung bekommen zum Sanitäter und dann anschließend gegangen, war eingestellt worden als Sanitäter. Also es gibt sicher unterschiedliche Möglichkeiten zum Rettungsassistent zu werden, beziehungsweise zum Rettungssanitäter. Es hängt sicher davon ab, was man vor Vorausbildung, ob man jetzt einen medizinischen Beruf kommt, dann wird die Ausbildung zum Rettungsassistent sicher kürzer sein. Ich bin also ein Einsteiger mit, also schon mal auch nicht aus der Medizin. Weg zum Sturz, nach 10 machen, Bautätigkeit, Mundtätigkeit, mich entschieden dazu umschulen. Ich habe mich damals 96 auf Arbeitscenter informiert und habe dann Ausbildung als Rettungssanitäter bekommen. In meinen Jahren, in denen ich jetzt arbeite, bis eigentlich noch nie bereit, das gemacht zu haben. Und im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen. Das gilt auch wie anderen Bandkunden. Irgendwann die Nacht vorbei. Schlafen habe ich wenig. Die EF-Platzung der ganze 7 einzufahren, das ist über den Durchschnitt. Dienstübergabe an die Backshit, Kaffee und Wiedersehen. Wann sie die Kunden wiedersehen, ist oft unbestimmt. Bei Johansson gibt es kein Festteams, dafür ein rotierendes System. Und dann ist ja auch die andere Aufgabe zu bewältigen, Patiententransporte mit dem KTW, die Krankentransportwagen. Aber es ist beruhigend, dass es gibt. Die Rettungssanitäter und Assistenten in den Machen, überall Deutschland.